So, herzlich willkommen zurück. Norman the Sleep. Es ist noch nicht zu Ende. Im Endeffekt, die Story ist Ende. Jedoch, wie ich im letzten Part am Ende erzählt habe, gibt es noch ein Museum-Part. Wir gucken es jetzt also einfach mal an. Ich bin gespannt, es soll sehr gruselig rüberkommen. Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe nur herausgefunden, dass wir einmal ins Museum gehen sollen. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Bin mal gespannt, was passiert. Cargando. Also, ein Moment Geduld. Ihr Ladebildschirm der Lab. Der lädt immer noch. Und immer noch. Ladebildschirm. Ah. Gerade anfangen zu singen. Hab da nochmal Glück gehabt. Oh, was ist das? Okay, das habe ich mir gar nicht vorgestellt. Also, keine Ahnung, es gibt noch ein Museum-Part. Es soll ein anderes Ende hier geben. Also können wir erleben, das soll früher das damals geplante Ende sein und das haben sie dann nochmal geändert, irgendwie sowas. Teddy, genau, und der Teddy soll irgendeine Rolle spielen, der soll... What? Verdammt. Der soll irgendwie auch... irgendwie ganz gruselig sein, irgendwie so was. Und warum sind wir so schnell? Ist das normal, dass wir so schnell sind? Gucken wir jetzt gerade mal hier oben lang, bevor wir da irgendwie weitergehen. Ich bin ja immer gerne der, der erstmal in die komplett andere Richtung geht, bevor es weiter... Oh, das ist auch nochmal der Teddy. Der verfolgt uns. Hier haben wir nochmal die ganzen Bilder. Okay, keine Ahnung, was das ist. Hallo. Did you know that you can collect hidden drawings throughout the game? Das haben wir herausgefunden, ja. Wusstest du, dass du im Garten... Ja? They will appear here in this room. Oh, danke, Teddy. Bist du eigentlich ein Geist? Wenn ich die alle finde, kann es sein, dass wir die alle finden müssen, damit wir das Ende sehen? Können? Ich will das Ende sehen. Ich weiß es nicht, ob das die Belohnung tatsächlich sein soll. Was? Aber wir haben so viele Zeichnungen. Ich habe anscheinend nicht alle. Sonst hätte sich das öffnen lassen wahrscheinlich. Wir haben aber so viele, guckt euch das an. Die Wand ist komplett leer. Anscheinend kommt da auch kein Bild hin, weil ich glaube mal nicht, dass wir eine ganze Wand irgendwie... Wow, sind wir schnell. Okay, guckt mal, wie viele wir gefunden haben. Hier könnten vielleicht noch ein, zwei hin. Guckt euch das an. Hier vielleicht auch nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben viele gefunden. Wir können die einzelnen Kapitel nochmal spielen. Wenn ich tatsächlich jetzt für das alternative Ende die Bilder sammeln muss, dann mache ich das wahrscheinlich offscreen, sammel die und dann fangen wir eigentlich einfach von hier nochmal an. Aber wir gucken mal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut, wir haben also einen extra Raum jetzt nochmal für die Bildersammlung. Das ist cool. Ne? Und wir können die jeweiligen Kapitel einfach nochmal spielen. Und ich hoffe, wir können dann da, oder ich kann dann nochmal eben die Zeichnungen finden. Schade eigentlich. Ich habe gehofft, die haben so viele eingesammelt. Dem ist anscheinend nicht so. Dass, also ich habe viele eingesammelt, aber anscheinend nicht alle. The Art Among the Sleep. Oh, das ist schön. Aber das Menü. Ist das das frühere Menü? Was ist das? Das Shield in Teddy? Okay. Humble Begins. With Beginnings. The Birth of a Morning Sleep. Okay, das kleingedruckte Leben. Jetzt nicht alles. Ein kleines Artbook. Charakter an Creatures. Ja, der Teddy ist ein bisschen musste ein bisschen repariert werden. Da sieht man nochmal, wie der hergestellt wurde. So ein bisschen. Ach, da sieht man sogar die Texturen, also das Material, was benutzt wurde. Ach, da unten auch nochmal hier dies. Ach. Okay, ja, das kennt man doch. Also das, ne? Ich war ja auch mal in Unreal Engine und das kommt mir sehr bekannt vor hier. Okay, die Mutter. Auch nochmal die Texturen. Alles klar. Okay. Ja, cool. Okay, da können wir jetzt wahrscheinlich nochmal die Musik anhören. Hey, and welcome to Teddy's Grand, the Museum of Among the Sleep. Okay, warum sagt er zuerst so Teddy? Okay. Take a look around.
Okay, ja, alles klar, danke. Boah, ist das am Knarren. Kann ich hier rüberlaufen? Okay, ich überlebe aber. Okay, das heißt, hier geht's auch weiter. Ich bin viel zu schnell. Es ist so ungewohnt, so schnell zu rasen. Hä? Was denn? Einfach so ein Raum. Huch! Hey, guck mal, da bist du, Teddy. The prologue was added as a free DLC a couple of months after release of the game. It was made in collaboration with some of our fans and made to elaborate a little bit on what went wrong with the parents' relationship. That the mother was not simply evil, but rather that relationships are tough and neither of the parents handled it well. Einfach der Text außerhalb des Bildes. Aber man konnte es noch lesen, so gesagt. Okay. Oh, interesting. Die Mutter, wie er sagt so, die Mutter war das Böse. Oha. We wanted to approach the prologue chapter different than the rest of the game by making the environment open instead of a linear path. Players are free to explore the house in the order and pace they choose themselves. Aha. Hallo Teddy. Wir lassen es jetzt einfach mal. Oh, you're home. Was? Oh, yo! Und einfach überall Kameras. Hey, ich sehe nichts. As well as the mechanics of the game. Starting with the kid's birthday was a way to both introduce Teddy in the form of a gift and showing how old the kid is. Ja, gute Idee. Ja. Eine gute Idee. When night falls over the home is when you really start seeing the ways in which the child perceives reality while scared. A large part of the game is based on how children see and interpret what's happening around them. Oh, also ich hatte eine andere Vorstellung damals. Okay, 2 Jahre, keine Ahnung. Also irgendwann hatte ich halt, ne, dann hatte ich immer nur Pokémons im Kopf. Aber 2 Jahre? Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass ich solche komischen Vorstellungen wie Mantle Man im Kopf hatte. Aber hey, wie sieht's mit euch aus? Schreibt's unten rein. Ich weiß nicht. Hilfe. Okay, ach, überall Kameras. The Playground. The Playground, ja, der Spielplatz, okay. There's something walking around here, but you never see it. The passive threat keeps you on your toes. Ah, okay, okay. And at the same time creates the illusion that you will be safe for the rest of the game. Kleiner schlauer Teddy. Ja, da haben wir doch das gruselige Lachen. This is the forested home. It's a crumbling home that's slowly rotting away into the water and trees. Das war das dritte Kapitel, also das, ne, das, die dritte Erinnerung, glaube ich, war das. The house here is a symbol of the family and home falling apart. Ah. The golden creature inhabiting it is how the kid sees his mother when she's drinking and full of sorrow. Ach, das hat das zu bedeuten, okay. Ja, das war der Part, der mit dem Wald, mit dem Haus, wo ich gesagt habe, Baumhaus oder irgendeine Waldhütte. Ja, okay. Und jetzt kommen wir zu dem Raum, der komplett durcheinander war. For each world the player goes through, the environment illustrates more and more the jumbling together of memories. And this place is a direct illustration of that mess. Most prominently, it's framed by the memory the child has from trying to hide in closets or any nook it can find. Yep. Wow, das sieht gruselig aus. This place represents the mother when she is angry. Ach, die Mutter. It comes out when the kid is making a mess. Okay, das ist eine Sache, die habe ich nicht gewusst. Dass Mantle Man die Mutter ist? Mantle Man war die Mutter? Okay, das habe ich jetzt nicht gerade gedacht. Dass Mantle Man die Mutter ist. Gut. Oh. Oh, okay.
Das war die erste Silhouette, diese einfache Schatten, die wir damals gesehen haben. Oh, guck mal, Mantleman bewegt sich sogar. Das war einfach nur so nur eine kurze Einblendung damals. Hier haben wir Mantleman, was die Mutter symbolisieren sollte. Okay. Und das hier auch. Der Vater wurde gar nicht symbolisiert als schreckliche Gestalt. Oh, das ist ja auch sehr gut gemacht hier. So große Hände und okay, da hat sich jemand sich echt so ein bisschen Fantasie laufen lassen. Das hier ist sehr solide gestaltet worden. Okay. Das ist die Mutter, ja. Oh, okay, hier waren unterschiedliche Ideen, was die Haare anging. Kurze Haare. Da oben links haben wir so standardmäßige Mutterhaare. So irgendwie, ne? So oben links, dann in der Mitte oben so dieser Zopf. Und oben rechts auch nochmal. Also oben links, das passt halt so am nächsten. Ich glaube, das haben sie auch übernommen, ne? Zeig mal. Ja, im Endeffekt. Ja. So, haben wir Teddy hier. Da ist Teddy. Oh, was ist das? Me. Or old me. As now, I'm just a floaty version in your memory, of course. Also, here are all the characters in Among the Sleep, old and new. Some are not used, and some are hard to see because of the various tricks and lighting we did to obfuscate them. Ja, ja, klar. Aber, hä? Teddy? Der leuchtet. Achso, das ist der Leuchteffekt. So einfach ist der Leuchteffekt anscheinend gewesen. So sieht der aus, wenn wir ihn in der Hand hielten und die Beleuchtung halt aktiv hatten. Aber das hier? Guckt euch das an, das kommt aus dem Teddy raus. Das kommt aus dem Teddy raus. Okay. Also die Gestalt habe ich ja noch nie gesehen, deswegen, das kommt irgendwie... Oh, there you have me. Or old me. Okay. Now I'm just a floaty version in your memory. Okay, das hier ist, das kennen wir also gar nicht. Here are all the characters in Among the Sleep, old and new. Some are not used and some are hard to see because of the various tricks and lighting we did to obfuscate them. Okay, da steht's ja auch nochmal. Manche wurden nicht benutzt, wie zum Beispiel. Oh Gott, guckt euch das an. Das ist der Teddy. Yo. Guckt euch die Bilder an. Das ist gruselig. Also hätten sie das irgendwie noch reingemacht, das wäre ja richtig Horror gewesen. Guckt euch das an. Ei, nee. Das Bild hier. Und das hier. Yo. Der Teddy. Ja, das hier wurde nicht mit reingebracht. Nicht in der Story, die wir gespielt haben. Genau wie die Charaktere hier hinten zum Teil. Also das hier haben wir nicht gesehen. Sleep. Sleep steht da. Keine Ahnung, das kommt mir nicht bekannt vor. Kann man aber auch leicht übersehen. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Manche wurden halt nicht übernommen, wie das hier. Was ist das? Also das habe ich auch nirgendwo gesehen. Das Tier haben wir auch zumindest nicht bewegungsmäßig gesehen. Also, das hier ist voll süß. Was das hier finde ich voll toll. What world did this rejected creatures inhabit? Oh. Okay, ja, komm, oder? Warte mal. Was ist das mit dem Ofen hier? Ist einfach ein Ofen? So, das ist auch nochmal eine Kreatur. Ah. Ja, der Ofen soll auch nochmal eine Kreatur darstellen. Das haben wir auch nicht erlebt. Die hatten richtig krasse Ideen noch gehabt, ne? Die haben richtig krasse Ideen gehabt. Aber die haben sich dann nochmal zusammengeschmissen, haben nochmal darüber nachgedacht. Okay, wir gehen erstmal hier durch mal eben. Ach, hier können wir dann auch nochmal weiter, oder was? Oh, okay. Ja, pass auf, dann gehen wir doch erstmal links lang. Ich weiß nicht, das hier scheint optional zu wirken. Was war das für ein Geräusch? Ja, kann ich mir die an... Ach, guck mal, hier ein Golem. So ein Holzgolem oder so. Ah, die Bilder kann ich mir irgendwie nicht angucken in Großformat. Denn oben rechts war eine Spinne. Wow, okay. Überhaupt nicht gruselig. Okay.
Was ist das? Ah, jetzt können wir wieder gucken. Oh, da wurde irgendwie was ganz anderes nochmal geplant. Guckt euch das an. Da ist noch ganz anderes geplant worden. Das ist nochmal eine X, seht ihr das? Ah. Ich muss jetzt halt auch ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, wie man dieses Ende freischaltet. Ach, okay. Ja, passt auf, hier, warte, dann gehen wir nochmal von der anderen Seite. Der Raum führt zu dem Raum, wo es weitergeht. Okay, dann erzähl uns mal was über den Raum. Da bin ich auch gespannt. Ah, my favorite place. I felt we really connected here, you ja, know? Das stimmt. Das stimmt. A bit of a breather between the various bad, nightmarish worlds we went to. Also, I was able to talk a lot here, as elsewhere ja. The developers were concerned about keeping the tension up and didn't want me to say too many things. Also, I kind of get quiet when scared, so it's okay and all, but I liked best the times we had to catch up. Ja, da fehlt aber wieder ein bisschen an Text, ne, unten. Da fehlt noch ein bisschen an Text, aber kann ich verstehen. Ich habe mir auch schon an einer Stelle, da habe ich mir das im Kopf gedacht. So, oh, der Teddy ist sehr ruhig. Das war jetzt zum Ende hin. So, okay, der sagt kaum noch was so, ne? Also, wenn wir mal so unterwegs sind, meistens mitten in den Leveln, dann sagt er kaum was. Klar, das, ne, das würde er ganze Zeit mit uns reden. Das würde so ein bisschen vielleicht die Spannung rausnehmen, ne? Kann sein. Das wurde auch natürlich bedacht, ne? Hier hat man nochmal die Technik, wie das verläuft und auch ganz gut gemacht, wie der Dampf dann nach und nach da ganz schnell durchgeht. Genau, das war so ein kleiner Rückzugsort, wo man sich dann für einen Moment sicher fühlt, ne? Okay. Jetzt wird es ja auch wieder ein bisschen groß. Achso, das ist die Stelle mit denen, ja. This is the reveal. This is where you see your mother for what she is. And the player gets to connect the various monsters and sights to ganz the game. Genau, ja. Hier wird einem immer mehr klauen. Man sollte dann bald alles. Welcome to the world that bit the dust. Ah! Willkommen zur Welt, die ins, im Endeffekt ins Gras gebissen hat. Das, was jetzt kommt, wurde wahrscheinlich alles so. Hier sieht man ja schon, die Gegenstände wurden gebaut. Man hatte schon so ein bisschen die Idee, wie das Ganze aufgebaut werden könnte. Was aber komplett nicht mehr im Endgame mit rein implementiert wurde. Das, was wir jetzt sehen, ist nicht mehr mit reingekommen. Hier sehen wir auch nochmal ein paar Ideen, wie sie Ideen da aufgebaut hatten. Das sieht aus wie so ein Untergrund irgendwie. Das war noch eine ganz andere Idee, so wie das jetzt so aussieht, so, ne? Oh, das ist so interessant. Ah, die wollten, dass das letzte Kapitel wird, was man sich angucken kann. Also das wird, sollte das letzte Kapitel sein. Once Pipes and Tubes, okay. Mhm. Ah, sie wollten, dass es sehr viel nach Maschinerie aussieht, sehr viele Maschinen, sehr viele Rohre, die da verlaufen. Oh. Oh. Okay, warte. Das sage ich jetzt eigentlich im Endeffekt noch nicht viel. Also steht noch ein bisschen was wegen dem alternativen Ende. Mal gucken, was der Teddy dazu zu sagen hat. Also so sollte das letzte Kapitel eigentlich dann aussehen. Und dann sollte man was erfahren. Mal gucken, wie weit wir jetzt gleich kommen noch. Ah, da hinten geht's noch weiter. Das ist gut. Originally the chase for the mom was a MacGuffin. You did not really find her, and the monsters used her to lure you further into the dreamlands. And we struggled for some time to make sense ah, of the story. Ah, ja, okay, das especially stimmt. The playtesters were confused as the story ja. Ended without you seeing your ach, es. Okay, die Spieletester haben sogar schon gemerkt, dass das etwas seltsam. Also sie hatten das Spiel so gesagt schon Spieletestern gezeigt, die sollten das spielen und dann waren die am Ende, haben die erklärt, dass sie verwirrt waren, so warum kommt die Mutter nicht mehr vor? Irgendwie war die Mutter nur so Mittel des Zwecks in dem Fall, kam aber im Endeffekt nicht mehr vor.
Und hatte irgendwie nichts mehr mit der Handlung, nicht mehr viel zu tun irgendwie. Also man hat sich ein ganz anderes Ende da nochmal ausgedacht. Also das Ende ist nochmal komplett different. Bild sah gerade irgendwie dreidimensional aus. Ei, da hat man sich was ganz anderes noch am Ende einfallen lassen. Und das will ich spielen. Ich will das letzte Kapitel nochmal spielen. Oh, das wäre so nice. Nein, wir sind rum. Ich muss wahrscheinlich echt alle Zeichnungen finden, damit ich das Kapitel spielen kann. Ist das richtig? Das ist anscheinend richtig. Okay. Alles ist klar. Okay, dann ist das jetzt wahrscheinlich, jetzt mache ich dann wahrscheinlich noch ein Part. Wo wir dann dieses Museum, wo wir dann dieses Ende dann nochmal spielen, dieses Kapitel. Und das hier wird jetzt ein eigenständiger Museumspart. Wo wir einfach das Museum zusammen nochmal erkunden haben. Ja, hier gibt es auch nichts irgendwie, ich mit interagieren könnte, so dass ich einmal das Secret Ende. Oh! Oh! Oh, es geht weiter. Es ist noch nicht vorbei. Vielleicht. Mal gucken. Oh, das Bild habe ich gesehen. Okay, das ist jetzt... Okay, ich glaube, wir kommen jetzt doch zum Ende. Das habe ich gesehen. Dieses Bild. Genau dieses Bild jetzt. Das habe ich gesehen, als ich nach alternativen Enden geforscht habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einfach einen langen Part mache. Ich weiß nicht, wie lang das Kapitel gleich geht. Wir spielen jetzt gleich anscheinend doch das Ende direkt. Das Alternative, was früher geplant worden ist. Okay, ich bin sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein großer Part wird oder ich nochmal einen separaten mache. Ist auch egal. Ich bin mega gespannt, was auf uns zukommt. Oh, okay, das ist jetzt das alternative Ende. Hier auch, wie sie sagen, komme ich nächstes Mal vor. What does all the steam-powered copper-filled steampunking nonsense relate to you? Das, was bedeutet das hier hinter? Was soll ich damit anfangen? So, wir sind neugierig geworden. Wie sah das alternative Ende aus? Well, also. Proceed to see the old ending of Among the Sleep. Die sagen, wenn wir jetzt weitermachen, werden wir das alternative Ende, das alte Ende von Among the Sleep sehen. Let's go. Now here is something truly special. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Okay, so einfach. Ja. This is an old version of the story's conclusion, and it's been something we have not shown anybody except a few testers in the early days. You might say here, oh, das wird gruselig. Okay. Ja. Oh, das ist jetzt das letzte Kapitel des alten Spieles, was ein paar Spieletestern gezeigt worden ist. Was ist? Bin ich verbuggt? Ja, ich bin verbuggt. Okay, perfekt. Ich fliege gerade auf der Stelle, wie man sehen kann. Okay. Okay. Ach, okay. Also, das ist das letzte Kapitel. Kommt dieses Kapitel, nachdem wir alle vier Erinnerungen gesammelt haben? Das ist jetzt so eine Frage, die ich mich stelle. Okay, das ist auf jeden Fall... Interessante Location, nicht extremst detailliert. Nee, nicht wirklich. Es sind hier sehr viele Rohre, Maschinen. Ja. Kann ich hier raus? Oh, okay. Ich glaube, ich muss hier... Hä? Ich bin verwirrt. Hier ist eine Lücke. Ach, oh. Hi. Oh, okay, da kommt die Kreatur, glaube ich. Oh, okay. Stellt euch das jetzt mal als Ende vor, wenn wir das Ende gehabt hätten. Ich wäre so verwirrt. Ich wäre komplett verwirrt gewesen.
ich wäre so komplett durcheinander gewesen. Ich wäre so verwirrt. Das sind die Erinnerungsstücke. Ja, okay, das wäre nach den Erinnerungsstücken anscheinend passiert. Und ich wüsste nicht, was passiert. Hä? Okay, keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Was hat er da genommen? Hä? Oh, yes. Extraordinary. Wie bitte? Es wäre halt so. Ich weiß nicht, warum hier so eine Lücke ist. Ne? Round and round and round. Der benutzt ein. Hä, unsere Erinnerungsstücke. Das sind die Erinnerungsstücke. Das Medaillon. Er hat gerade das Märchenbuch. Die Spieluhr. Five little animals with endless steps up here. A snail that dreams of climbing trees. But never will. A hungry, starving hippo whose gummies are red, and her best friend seagull lying was? Lifeless and dead. Wow. Er hat alles reingetan. Now for the main ingredient. Jetzt nicht mich reinwerfen. Was? Das war ich jetzt gerade. Ich habe das Inventar versucht zu öffnen. Was? Ich bitte. Was passiert hier? Hä? Hört ihr das? Ich warte gerade noch mal. Ah, okay. Es kommt. Hä? Das Ende. Hallo? Huch. Das war das Ende. Ich bin so froh. Ja, jetzt kann ich es auch verstehen. Ich habe ja erzählt, ich habe ja einmal gelesen, dass, ich habe einmal gelesen, Kommentare, dass man froh ist, dass das nicht das Ende geworden ist. Und ich bin ganz deren Meinung. Stellt euch vor, das wäre zum Schluss gekommen. Ich wäre so verwirrt gewesen und enttäuscht tatsächlich. Bin so froh, dass sie das nicht übernommen haben. Das käme so unerwartet. Der Teddy ist auf einmal böse? Hä? Ich meine, so ein Teddy soll eigentlich auch dem Kind, ne? Eigentlich, ich weiß nicht, Fröhlichkeit geben oder Sicherheit oder sowas, ne? Irgendwie ist es dann böse? Ich meine, klar, der Teddy hat so einen kleinen bösen creepy Look manchmal, ne? Das stimmt, aber im Original Game, jetzt gerade, das, was wir gespielt haben, da war er ja unser Partner, so gesagt, ne? Bis zum Ende. Und das wäre so komisch. So, ich hätte mich auch gefragt, was ist mit der Mutter? Ey, was hat der Vater? Warum? Erinnerungsstücke, warum werden die jetzt in dem Kessel geschmissen? Was passiert hier? Gut, ich hätte vielleicht doch irgendwie gedacht, dass der Vater oder die Mutter irgendwie diese Person darstellen sollten. Ich würde dann vom Vater ausgehen, weil er uns den Teddy ja geschenkt hat, versteht er? Also ich bin so verwirrt und tatsächlich, ich wäre enttäuscht gewesen von dem Ende. Wenn das jetzt das Original ist, unser originales Ende gewesen wäre. Gut. Storymäßig haben wir ja das, sind wir ja schon mal durchgegangen von dem eigentlichen Ende. Und das können wir ja nachvollziehen, ne? Die Mutter, die. Ne? Und falls ihr das nicht gesehen habt, aber habt ihr ja wahrscheinlich, guckt es euch an. Und damit ist es jetzt auch Ende. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Ja, das wird dann ein längerer Part. Ja, das passt. 30 Minuten. Okay, dann danke, dass ihr die 30 Minuten dabei wart, mit mir durchs Museum gelaufen seid. Und im Anschluss nochmal dieses kurze Kapitel, das aber auch nicht wirklich kürzer oder länger ist als das Endkapitel, das wir in der normalen Story jetzt gespielt haben, geht. Geht eigentlich beides fast gleich lang.
Nur, dass ich mich beim letzten Mal halt ein bisschen umgeguckt habe mehr. Da gab es jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, sich umzugucken. Wir waren in einem Käfig. Ganz seltsames. Und klar, es ist gruseliger. Es ist unrealistischer, dieses Ende. Trotzdem bin ich froh, dass wir uns das jetzt so angucken konnten. Und ja. Schön, dass ihr dabei wart jetzt auch nochmal in diesem Bonus-Part. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr könnt noch gut schlafen. Bye bye. Tschüss. Und danke fürs dabei sein. Bye bye.